So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Afa, Thomas Kemmerich steht neben mir, Vorsitzender der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Es geht um die aktuelle Dezember-Sitzung und die Highlights aus Sicht der Fraktion der FDP, nein, der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Einigen wir uns einfach um freie Demokraten, das ist umfasst alles. Ja, ich denke, gestern zur Mittagszeit hatten wir zweimal das Thema Haushalt. Das ist ja sicherlich auch das, was uns bis Jahresende beschäftigt und was auch am weitesten in die Zukunft reicht. Wir hatten einmal den Antrag, es gibt einen Kredit über 1,2 Milliarden Euro. Der ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen worden im Jahre 2020. Und dort wurde in der Landeshaushaltsordnung festgeschrieben, dass der binnen 8 Jahren zurückzuzahlen ist. Das ist ein Versprechen, was dem Thüringer Steuerzahler gegeben worden ist. Jetzt will man das per Gesetzesänderung oder Änderung der Haushaltsordnung auf 15 Jahre strecken. Ich halte das für unlauter, weil das Versprechen ist gegeben. Und wenn ich jetzt die Tilgungszeit strecke, dann ist das natürlich eine Entlastung der kommenden Haushalt, aber auch eine Belastung der kommenden Haushalt, weil die Zinslast steigen wird über natürlich die längere Laufzeit. Auf der anderen Seite will man sich damit Spielraum verschaffen, um die Kompromisse, die gerade gesucht werden zwischen Rot, Rot, Grün und CDU, irgendwie zu finanzieren. Und ich sage, im Haushalt stehen 12,8 Milliarden Einnahmen. Das ist so viel Geld, mit dem wären wir locker in den Jahren 20, 22, 23, 21 ausgekommen. Jetzt im Jahre 24 soll es plötzlich nicht mehr reichen. Wir brauchen 13,8 Milliarden Euro, 1000 Millionen mehr. Und da sage ich, da hat Rot-Rot-Grün falsch priorisiert, falsch Geld ausgegeben, unser Geld der Zukunft ausgegeben, die Rücklagen geplündert. Und jetzt sucht man nach einem Kompromiss mit der CDU, um den Haushalt irgendwie über die Schwelle zu heben. Ich halte das für falsch. Wir sollten mit dem Geld auskommen, was wir haben. Wir merken das schmerzlich an dem Urteil aus Karlsruhe für Berlin, für alle Haushalte. Und übrigens gilt das für Sie, für mich, für die berühmte schwäbische Hausfrau ja auch. Komm mit dem Geld aus, was du hast, dann hast du in der Zukunft auch noch Möglichkeiten. Insofern lehnen wir diese Tilgungsstreckung ab. Das andere ist, was ist mit dem Rest von dem sogenannten Corona-Sondervermögen? Da stehen noch 250 Millionen Euro ungefähr drin. Kann nur sagen, gut, dass wir sie nicht gebraucht haben für vielerlei Bewältigung der Pandemie, auch der Energiekrise. Und ich sage, die 250 Millionen Euro sollten eben auch in die Tilgung fließen, damit sie die Zinslast lindern. Wir haben versprochen, es wird nur für die Bewältigung der Pandemie ausgegeben, nicht für andere Zwecke. Das wird jetzt wieder versucht mit haushalterischen Finessen, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Das halte ich für falsch und deshalb sagen wir in die Tilgung hinein. Tilgung 8 Jahre und das Corona-Sondervermögen bitte nicht für andere Dinge ausgeben, sondern dem Kreditgeber zurückgeben. Nun stand er auf dem Programm des Dezember-Plenums natürlich auch noch das ein oder andere. Eben ging es auch um Windkraft im Wald, ein Gesetzentwurf der FDP-Gruppe. Erläutern Sie den mal ganz kurz. Also es ging um die Änderung des Thüringer Waldgesetzes und es ging vor allen Dingen da um eine Abwägungsentscheidung, wenn man waldwirtschaftlich genutzte Flächen umnutzen will. Und zwar die Umnutzung kann ja in vielerlei Dinge passieren, in einen Golfplatz, in eine Landstraße und natürlich auch eine Windkraftanlage. Und da sagen wir, das Bundesverfassungsgericht hat ja ein ähnliches Gesetz aus Thüringen gekippt, weil der Thüringer Gesetzgeber keine Gesetzgebungskompetenz hatte. Dort wurde aber ausdrücklich normiert, dass der Thüringer Wald schutzwürdig und schutzbedürftig ist. Und nun sagen wir, auch die sogenannten Kalamitätsflächen, also sind die von Borkengräber oder anderen Schädlingen befallenen Flächen, also die verödeten Flächen, die sollen in erster Linie wieder aufgeforstet werden. Und ich glaube, das entspricht auch dem großen Willen der Thüringer Bevölkerung. Bei Nachfragen sagen also 78% wollen keine Windkraft im Wald, wollen den Thüringer Wald erhalten, das grüne Herz Deutschlands. Und deshalb sagen wir, Aufforstung, Erhaltung des Walds ist zu priorisieren bei der Abwägung, bevor ich die Nutzung ändere. Jetzt wird uns vorgeworfen damit, dass wir, und ich habe das sogar auch gesagt, steht dazu, dass wir Windkraftnutzung im Wald fast unmöglich machen wollen. Ja, das wollen wir und ich kann das auch kurz begründen. Ich halte Windkraft insgesamt für sehr problematisch. Wir haben es bis heute nicht geschafft, nach über 20 Jahren erneuerbare Energie und vielen, vielen 100 Milliarden Euro eben Strom aus erneuerbaren Energien, halte ich für nicht zumutbar. Insofern soll die Abwägung sein, der Wald geht vor.
Und das Interesse, das wirtschaftliche Interesse von Eigentümern dieser Flächen, vielleicht mit einer Windkraftanlage mehr zu verdienen, muss dahinter zurücktreten. Das habe ich in allen Bereichen des Grund- und Bodenrechts, auch im Außenbereich von Gemeinden. Ich darf einfach mit dem Grund und Boden in Deutschland nicht machen, was ich will. Nun hat die Landtagsverwaltung ja im Vorfeld in Form eines Briefes des Direktors verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Warum haben Sie nicht abgewartet, bis das geklärt ist? Warum muss das Gesetz jetzt in Anführungszeichen durch? Nicht falsch verstehen. Nein, das Gesetz stammt aus dem Dezember letzten Jahres. Also hat jetzt gut 12 Monate im Parlament, in den Ausschüssen Zeit gehabt, aus vielerlei Hinsicht beleuchtet zu werden. Und wir haben schon im Mai den Wunsch aufgenommen, damals von der rot-rot-grünen Regierung, nochmal eine Verhandlungspause zu nehmen. Über die Sommerpause haben wir den Parteien ein Angebot gemacht, darüber zu verhandeln, wie kommen wir diesem Interessensausgleich nach, Wunsch der Bürger, keine Windkraft im Wald, auf der anderen Seite klar auch die Energiewende vernünftig voranzubetreiben. Es gab, das Gesprächsangebot wurde abgelehnt. Dann hat der Ausschuss beschlossen, jawohl, wir folgen dem Gesetzentwurf der Freien Demokraten, nämlich das Waldgesetz entsprechend zu ändern. Danach kam dann die Landtagsverwaltung und sagte, sie wollen eine Stellungnahme noch einholen. Diese wurde uns versprochen innerhalb der 4 Wochen nach dem Beschluss, das wäre also innerhalb des Novembers noch gewesen. Jetzt wurde uns mitgeteilt, die Stellungnahme ist noch nicht erfolgt. Wir haben die Chance gegeben. Ich komme zurück zu dem Ursprung. Das Gesetz wird beschlossen durch den Thüringer Landtag. Wenn es verfassungsrechtliche Bedenken geben sollte, 3 Juristen, 5 Meinungen, das ist ein übliches Verfahrensweise, dann kann derjenige auch weiterhin äußern, der sie äußern möchte, kann es auch beklagen vor den zuständigen Gerichten. Dafür haben wir Gewaltenteilung in Deutschland, dann werden wir das auch hinnehmen müssen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir genau abgewogen haben, dass der Vorwurf, den wir hatten, eben keine Gesetzgebungskompetenz für diese Frage zu haben, jetzt bei der Frage der Abwägung von Waldumnutzung, Nutzungsänderungen in den Waldgebieten tatsächlich in Thüringen liegt. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass hier das Grundgesetz Deutschlands nicht widerspricht. Wir haben das umfangreich auch in meiner Rede begründet. Sehen wir, wie es weitergeht. Aus den rot-rot-grünen Minderheitskoalitionsregierungsfraktionen, ich sag's mal so, kommt der Vorwurf, es würde dem Wirtschaftsstandort schaden. Das teilen Sie nicht, ganz offensichtlich? Ich halte das für vollkommenen Unsinn. Wenn etwas schadet, ist das falsche Energiepolitik. Die Unternehmen sind auf sichere und bezahlbare Energie angewiesen. Das haben wir in Thüringen überwiegend nicht im Griff. Da kommen wir wieder auf Berlin. Es bleibt die unsinnige Abschaltung getrieben von Robert Habeck und den Grünen der Atomkraftwerke. Es gab vor 2 Tagen noch mal einen Bericht im ZDF, dass wir also 5 bis 8 Meiler wieder ans Stromnetz, Energienetz bringen können. Zurzeit beziehen wir Atomstrom aus Frankreich, zahlen dafür bis zu 1,5 Milliarden pro Monat. Der Strommix in Deutschland, der zurzeit produziert wird, gerade an Tagen wie heute, ist der zweitdreckigste in Europa nach Polen. Verpulvern wir zu viel Kohle, um Strom zu erzeugen. Also das sollten sich diejenigen mal als Frage stellen, die Ihnen diese Frage gestellt haben. Ich ist für ganz, ganz wichtig, dass nochmal die Thüringer Unternehmen bezahlbaren, sicheren Strom haben. Deutschland hat den höchsten Strompreis, hat die höchsten Energiepreise. Das hat aber andere Ursachen. Das hat überhaupt nichts mit Windkraft im Wald zu tun, sondern mit völlig falschen Entscheidungen, gerade des grün geführten Wirtschafts- und Klimaministeriums in Berlin. Ein anderer Vorwurf war, das ist eigentlich jetzt schon ein erneutes Beispiel einer indirekten oder mehr oder weniger direkten Zusammenarbeit zwischen FDP, CDU und AfD wäre. Das stieß natürlich auch auf Vorbehalte. Teilen Sie diese Vorbehalte oder können Sie das verstehen, diesen Vorwurf aus den Regierungsfraktionen? Also erstmal, es gab keinerlei Zusammenarbeit. Wir haben eigenständig unseren Gesetzentwurf verfolgt, haben in den Ausschüssen diskutiert. Es gab keinerlei Absprachen, Rücksprachen, Rücksichtnahmen auf die AfD. Nur, dass ein Gesetz im Parlament ist, da kann jeder zustimmen. Und deshalb haben wir die Gesprächsangebote auch in Rot und Grün und Dunkelrot gerichtet, über die Materie Windkraft im Wald, Nutzungsänderungen im Wald zu diskutieren. Das wurde abgelehnt. Und wenn dann die falsche, in meinen Augen, repressive Toleranz entsteht auf Seite von Rot-Rot-Grün, zu sagen, wenn wir kategorisch uns verweigern, dann müsst ihr es zurückziehen, sind wir wieder bei dem Punkt, den wir schon mal diskutiert haben. Wir als Opposition verfolgen unsere politischen Ziele. In unserem Wahlprogramm steht seit Jahren drin, wir sind gegen Windkraft im Wald. Das Ziel verfolgen wir weiter und suchen danach nach parlamentarischen Mehrheiten, die wir diskutieren. Wie die AfD am Ende heute gestimmt hat, wissen wir seit wenigen Minuten, aber keine Sekunde vorher.
öfters sind die auch schon zitiert worden, wir sind keine Mehrheitsbeschaffer von der FDP, was ja vollkommen richtig ist. Und ich sage es nochmal ausdrücklich, es geht um die Sache. Nicht wer mit wem über was abstimmt, sondern über was wird abgestimmt. Und das ist das, was den Bürger auch annervt, diese taktischen Spielchen, die wollen einfach ihre Probleme gelöst haben. Und nochmals, 78% der Thüringer sprechen sich gegen Windkraft im Wald aus. Und insofern glaube ich, dass wir vielen, vielen Thüringern mit dem Beschluss von heute aus der Seele, aus dem Herzen, aus dem grünen Herzen Deutschlands sprechen. Es gibt möglichst wenig Windkraft im Wald. Das ist das, was rauskommen sollte. Ein anderes Thema war das Migrationsgesetz. Es ging ja in die Ausschüsse, das Gesetz der CDU, die Meinung der FDP-Gruppe dazu? Ja, es ist zweigeteilt. Also dieses Konzept der Ankerzentren ist ja in Bayern versucht worden, führt erkennbar nicht zu großen Erfolgen. Wir diskutieren gerade auf Bundesseite, ob die temporären Grenzkontrollen, die Frau Faeser jetzt nochmal verlängert hat, tatsächlich Wirkung zeigen. Auch da sind die Leute skeptisch. Ich sage es nochmal eins. Wir werden dem Problem nur wirklich beikommen, wenn wir die europäischen Grenzen wirklich zumachen. Zumachen heißt wirklich zumachen und nicht irgendwie diskutieren, sie zuzumachen. Das machen wir nämlich seit Mai. Und jetzt haben wir heute den Parteitag der SPD, wo die Jusos, also die Jungorganisation der SPD, wieder sagt, Frontex abschaffen. Das ist das völlig falsche Zeichen. Wir müssen die europäischen Grenzen zumachen. Vielleicht und hoffentlich hilft der temporäre Grenzschutz, den wir dort haben. Aber am Ende, wenn die Leute einmal hier sind, ob wir sie in Erstaufnahme oder Ankerzentren oder wo auch immer hineinstecken, das wird immer zur Menschenunwürdigkeit führen, das wird immer zu großen Problemen führen. Der heute keine Erstaufnahme haben möchte, möchte auch kein Ankerzentrum haben, ganz schwierig. Der andere Aspekt war zentrale Ausländerbehörde, haben wir immer gefordert, halte ich auch für ganz wichtig. Nur sagen wir brauchen keine erneute Behörde, wir brauchen eine Bündelung der Migrations- und Integrationsaufgaben im Innenministerium. Das kann die Landesregierung ohne uns machen, das ist eine Frage der Geschäftsordnung. Das macht sie nur seit Wochen und Monaten nicht. Deshalb bleibt jeder Antrag, der sich mit dem Thema befasst, eine Reaktion auf das Versagen der Regierung Ramelow. Und es wird höchste Zeit, dass auch deshalb diese Regierung abgelöst wird. Nochmal der Bogen zurück zum Haushalt. Ich kann der Antwort entnehmen von vorhin, dass die FDP... Also dass es mit der FDP keine Mehrheit für einen Haushalt 24 von Rot-Rot-Grün geben wird, Stand jetzt? Stand jetzt, ich kenne ja nichts anderes, weil die Gespräche, die gerade laufen zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU, auch bei der Kompromisssuche, laufen ja intransparent ab. Ich kenne keine Ergebnisse, ich kann mir kaum vorstellen, dass das Ziel, was wir mal formuliert haben, nämlich die Rücklagen, nicht anzugreifen, zumindest nicht in dieser Größenordnung, also Milliarde steckt drin in den Rücklagen. Wir haben ja gesagt, okay, wenn es dann sein muss, weil wir haben ja eine Krise, 200, 250 Millionen können wir uns vorstellen. Aber das muss durch echten Einsparwillen gegenüber dem Haushaltsentwurf aus dem September diesen Jahres passieren und nicht durch Taschenspielertricks auf Haushaltsrechte zu hoffen, das Corona-Vermögen zu nehmen, was wir gesagt haben, Tilgung zu strecken. All das lehnen wir ab. Insofern bin ich bei Ihnen, eine Zustimmung zu diesem Haushalt schließe ich zum heutigen Tage aus. Thomas Kemmerich, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Vielen Dank. Wir sehen uns nochmal im Dezember. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön.